Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute einen speziellen Gast bei uns, Bruder Helmut Haubeil aus Bad Aibling. Und ich möchte den dritten Teil dazu nutzen, dass ich ihm ein paar Fragen stelle. Ich bitte dich, zu mir zu kommen. Und es freut uns, dass du in unserer Mitte bist. Du hast ja gestern Abend schon deine Lebensgeschichte erzählt. Wir sind dir herzlich dankbar dafür. Es war wirklich eine erstaunliche Geschichte, wo wir auch noch zu Hause gesprochen haben. Wahnsinn, wir müssen auch solche Gebetserfahrungen machen wie du. Und es ist sehr wichtig, dass wir von Menschen Lebensberichte hören, wie Gott gewirkt hat, ganz praktisch. Das kann nie langweilig werden. So ist es. Lieber Bruder, was hält dich mit deinem gesegneten Alter noch so jung und vor allem geistlich jung? Da möchte ich zuerst sagen, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hat zweierlei Einfluss auf unser Leben. Einmal den unverdienten Einfluss. Geschenke Gottes. Auf der anderen Seite ist die Gnade Gottes uns auch gegeben, damit wir Freude und Kraft haben, in den Ordnungen Gottes zu leben. Und er hat uns wunderbare Ordnungen gegeben. Unter anderem nennen wir als Adventisten sie die acht Ärzte, nicht wahr? Ein Programm für unser Leben, damit unser Leben optimal ist. Und ich denke, ihr kennt diese Werte: Gottvertrauen, Bewegung, Ernährung, Luft, Sonne, Maß halten, Ruhe. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass der höchste der acht Werte und überhaupt der größte Wert, den es in unserem Leben gibt, ist das Gottvertrauen. Denn durch das Gottvertrauen werden wir aus unserer Begrenzung herausgeholt. Unsere Grenzen können erweitert werden durch Gott, und das Gottvertrauen schenkt uns die Motivation und die Kraft, ein diszipliniertes Leben zu führen, aber in Freude und nicht in Hängen und Bangen und Würgen. Und wenn ich da zurückdenke, vor 2 Jahren hat ein Professor mich getestet. Und das Ergebnis war, dass mein biologisches Alter 11 Jahre jünger ist wie mein wirkliches. So habe ich also die Kraft und die Fähigkeiten eines 72-jährigen Mannes noch. Also ich habe mir schon gedacht, soll ich fragen, wie alt du bist, aber jetzt muss das ausrechnen, ja? Schön, Ja. 42 plus 11. Und das andere ist das Leben, das echte Leben in Gott, erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der beste und stärkste Einfluss, den auf unser ganzes Leben ausgeübt werden kann. Und der hat als Christus in uns durch den Heiligen Geist, dafür gibt es keinen Ersatz. Christus will sein Leben in uns leben, so wie Paulus gesagt hat: Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir mit ihm leben, geht es uns im Durchschnitt besser wie den anderen Menschen. In der großen Tendenz. Es trifft nicht auf jedes einzelne Leben zu. Warum und wieso, das wissen wir nicht. Aber ich denke, das sind die Hauptgründe. Und ich meine, man weiß, wenn man sich mit dem Kopf beschäftigt und auch Ziele vor Augen hat, dann bleibt man auch jung, geistig. Und weil du geistlich ja so aktiv bist, ich meine, drauf zu kommen, du hast einige Bücher geschrieben. Vor kurzem hast du eins mit Gerhard Paderatz gemeinsam gemacht. Gott, Geld und Glaube ist der Titel. Du hast es hier liegen. Vielleicht kennt das jemand. Und es ist ein besonderer Titel, würde ich mal sagen. Gott, Geld und Glaube. Wie kam es dazu, dieses Buch zu verfassen und was hat dich bewegt, es zu tun? Das hat eigentlich mit meinem Leben zu tun. Ich bin
die ersten 22 Berufsjahre Kaufmann gewesen, war fast immer in der Geschäftsleitung tätig, war 11 Jahre Prokurist. So habe ich also das Geschäftsleben sehr gut kennengelernt. Danach, nach dem Ruf Gottes, war ich dann 16 Jahre Prediger im Bezirk. Dann habe ich beide Berufe ausgeübt, indem ich 10 Jahre unser Altenheim in Bad Aibling geleitet habe. Das war ein Altenheim, hat im Hintergrund ja auch einen Betrieb, nicht wahr? Wir waren 80 Mitarbeiter und 200 Heimbewohner. Und aufgrund meiner doppelten Berufserfahrung konnte ich dieses Haus leiten nach dem Willen Gottes. Man nennt das heute ein Reich Gottes Unternehmen oder Englisch ein Kingdom Unternehmen, eine Firma, ein Unternehmen, das zur Ehre Gottes geführt wird. Und als ich dann im Ruhestand war, kam ein adventistischer Unternehmer zu mir und hat Fragen gehabt, wie er seine Firma nach dem Willen Gottes und nach den Weisungen der Bibel führen kann. Da ging mir auf, dass adventistische Unternehmer manche Fragen haben und nicht die Lösungen wissen. Und dann habe ich mal erst geschaut, gibt es überhaupt ein Buch? Dann kam das erste Buch in Deutsch gerade heraus mit dem Titel Jesus auf der Chefetage. Da habe ich also viel Einblick gewonnen. Ich habe dann weitergearbeitet in dieser Frage und bin eingeladen worden, bei ASI Workshops zu halten, wie man eine Firma nach dem Willen Gottes führt. Dann wurde ich von ASI gebeten, dass ich sollte die Dinge niederschreiben, aber da ich kein Schreiber bin, aber Bruder Paderatz ein ausgezeichneter Autor ist, habe ich ihn gebeten, ob er da nicht mithelfen würde. Und er sagte ja, hat aber zunächst ein Jahr keine Zeit. Und so ist die Menge meines Materials immer mehr geworden. Und am Schluss war das dann nicht ein Buch nur für adventistische Unternehmer, sondern praktisch für jeden adventistischen Haushalt. Auch jeder Haushalt ist ja im gewissen Sinne ein Wirtschaftsunternehmen. Jeder muss mit Geld rechnen und planen und zurechtkommen. Und so ist auf diese Weise dann unter Mitarbeit von Bruder Paderatz dieses Buch entstanden. Und was mir große Freude macht, es haben mir eine ganze Reihe mitgeteilt, dass es ihnen zum Segen wurde und zur Hilfe. Du hast es ja allen Predigern zukommen lassen, kann ich mich erinnern. Du hast geschaut, dass eben unsere Leitung auch diesen Gedanken führt, einfach mit Geld und mit Geld, was auch von uns stammt, richtig umzugehen. Ja, und was sehr geholfen hat, in diesem Buch sind 30 Erfahrungen, wie es anderen in dieser Frage gegangen ist. Und die Erfahrungen helfen uns immer am meisten. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Heft, was du geschrieben hast, worum wir dich auch eingeladen haben. Denn die Nachmittagsvorträge werden den Titel haben, Schritte zur persönlichen Erweckung. Und das ist schon auch der Titel für die Predigt mit. Das ist unser Generalthema für diesen Sabbat. Und dieses Heft hast du mitgebracht für uns alle. Was hat dich bewegt, das zu schreiben? Es war überhaupt nicht meine Idee, das zu schreiben. Es war so, ich hatte mich in den letzten 40 Jahren immer wieder, wenn Bücher rauskamen über den Heiligen Geist, ich habe sie sehr intensiv gelesen und habe mich bemüht, auch in diesem Sinne zu leben. Aber es war am 11. August 2011, da war ich in der Schweiz zu einer Wanderfreizeit und da hat Gott mir plötzlich einen Zusammenhang gezeigt, der mir voll entgangen war. Es ging mir plötzlich auf, warum wir einen Teil unserer Jugend in der Gemeinde verlieren. Durch ein
verkehrtes Vorbild, das wir ihnen oft unbewusst geben. Ich habe dann weiter mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, denn ich habe erkannt, dass es mit einem Mangel am Heiligen Geist zu tun hat. Ich habe mich dann intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Daraus sind dann einige Predigten entstanden, die in Kopien weitergegangen sind. Und da haben mir zwei Brüder geschrieben, ich sollte das als Broschüre herausbringen, das sollte gedruckt werden, das sollten alle kennenlernen. Aber ich habe nachgedacht darüber und habe mir gesagt, also kein Verlag wird so was Dünnes rausbringen. Das kostet dann am Schluss vielleicht 2 Euro und dann haben sie mehr Arbeit wie Verdienst, also kein Verlag wird das machen und ich habe nichts gemacht. Aber dann hat Gott etwas getan, was gezeigt hat, dass er das haben will. Ein Bruder aus der Schweiz schickte mir ein E-Mail, er würde gerne das, was er da in Kopie hatte, als Broschüre herausbringen. Ich war einverstanden damit. Dann hat er 2 Korrektoren beauftragt. Er hat einen Designer beauftragt und bezahlt. Er hat selbst alle Referenzen überarbeitet. Er hat Bruder Henry Stober um Fotos gebeten dafür. Er hat 4 Druckereien angefragt wegen Druckpreis. Er hat mit dem Vorsteher der Schweiz gesprochen, ob das nicht an alle... Gott hat inzwischen die Finanzierungsfrage geklärt, ob das nicht alle Gemeinden für alle Schriftenfächer in der Schweiz bekommen können. Der Vorsteher hat Ja gesagt. Dann hat er mit Österreich darüber verhandelt. Die haben auch Ja gesagt. Dann hat er mit Baden-Württemberg darüber verhandelt. Die haben auch Ja gesagt. Dann war die Notwendigkeit, 9.000 Hefte zu drucken. Dann haben wir einen Auftrag erteilt mit 10.000. Und dann hat die Druckerei einen Fehler gemacht. Sie hat aus Versehen durch den Fehler 4.000 mehr gedruckt. Dann habe ich gesagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und es zeigt nun unter anderem das, aber es gibt noch andere Signale, dass Gott wirklich ein Interesse in der Gemeinde geweckt hat für Erweckung, für ein Leben im Heiligen Geist. Es sind inzwischen 15.000 Exemplare mit den kopierten weg und jetzt gerade wird die neue Auflage gedruckt. Ich habe gerade noch für euch was retten können. Genau, den letzten Rest haben wir noch bekommen, aber ich hoffe, es reicht für uns alle, dass jeder Haushalt wenigstens das Heftchen zu Hause in Ruhe lesen kann. Ja, also es ist sehr wesentlich, es geht auf ganz wesentliche Fragen über unser Glaubensleben ein und ich möchte allen von ganzem Herzen empfehlen, es zu lesen. Nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil Gott hier eine Botschaft für uns alle geschenkt hat. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes und Gott hat das Schritt für Schritt aufgehen lassen und auch durch andere Literatur, die hier auch erwähnt ist, durch viele Gedanken auch von Schwester White. Jetzt ist ein Buch rausgekommen, vor kurzem von ABC, was du uns empfehlen möchtest. Als ich in Rumänien zur Kur war, in unserem New Start Center, vor 2 Jahren, da war eine amerikanische Schwester und die kam eines Tages mit 8 Büchern unterm Arm zu mir und sagt, Bruder Hauweil, das musst du unbedingt lesen. Das waren alles Bücher von einem Autor, von Bruder Dennis Smith. Bruder Dennis Smith hat 1999 ein Erlebnis gehabt und hat von daher intensiv gearbeitet über die Frage des Heiligen Geistes und hat 10 Bücher geschrieben, jedes Buch über einen anderen Aspekt des Heiligen Geistes, der Heilige Geist und das Gebet, der Heilige Geist und Evangelisation, der Heilige Geist und unsere Gemeinschaft untereinander und so weiter. Und aus 5 dieser Büchern ist dieses Andachtsbuch entstanden. Es hat 5 Kapitel und pro Kapitel je 8 Tage.
so haben wir 40 Andachten über den Heiligen Geist. Und was dieses Buch besonders auszeichnet noch, Bruder Smith hat mit seinen Gemeinden ein praktisches Programm entwickelt, ein total biblisches Programm ohne jede Psychologie und solche Dinge, um die Gemeinden zum geistlichen Leben zu führen, zum Erleben voll des Heiligen Geistes. Und das ist ihm gut gelungen. Diese Dinge, wo er hinführt, ist erstens, er will uns helfen zu einer innigen Beziehung zu Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Er will uns helfen, ein lebendigeres und kostbares Gebetsleben zu haben. Er will helfen, dass die Gemeinschaft untereinander herzlicher wird und zunimmt. Er stärkt uns durch die 40 Andachten über den Heiligen Geist im geistlichen Leben. Er will aber nicht, und das ist ganz klar biblisch, dass das alles nur auf uns selbst konzentriert wird. Er regt an, dass wir auch Fürbitte tun für unerreichte Menschen und wie wir die Beziehung zu ihnen aufbauen können. Und er empfiehlt, dass nach den 40 Tagen Gebetszeit dann eine Evangelisation durchgeführt wird, dass alle die Leute, für die gebetet wird, eingeladen werden und dass auch während der 40 Tage für die Evangelisation gebetet wird. Dieses Programm dahinter, er sagt zum Beispiel, wir sollten dieses Buch zu zweit die Andachten halten. Und wir haben festgestellt, das Buch gibt uns viel, wenn wir es allein lesen. Aber wenn wir es zu zweit lesen, gibt es uns noch viel mehr. Und ich werde euch im Laufe des Tages auch eine ganze Reihe Erfahrungen mitteilen, die Geschwister mir geschickt haben, die sie gemacht haben. Diese beiden Veröffentlichungen ergänzen sich gegenseitig und ich kann euch nur empfehlen, beide zu lesen und auch zu überlegen, dass ihr als Gemeinde dieses Programm aufnehmt. Wir werden heute Nachmittag noch mehr zu dieser Literatur sagen und auch sie, wie man sie bekommen kann. Herzlichen Dank, Bruder Haubeil, für den kurzen Überblick, was uns heute erwartet. Und wir freuen uns auf die Predigt erstmal und herzlichen Dank. Gestern Abend den Erfahrungsbericht, den ich geben konnte, ich denke, wir können ihn stellen unter das Bibelwort aus Psalm 4, Vers 4. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Es gibt keinen Ersatz für die Führung Gottes. Und wenn jemand diese Erfahrung noch lesen möchte, dann kann er sie nachlesen auf der Webseite missionsbrief.de. unter großen Erfahrungen. Und wenn jemand lernen möchte, wie er von Gott beraten werden kann in seinen persönlichen Fragen, da gibt es eine wunderbare Predigt von Bruder Kurt Hasel mit dem Thema, wie kann ich richtige Entscheidungen treffen. Diese Predigt findet ihr auch auf dieser Webseite missionsbrief.de unter Predigten hören. Heute unser ganzer Sabbat steht unter dem Generalthema Schritte zur persönlichen Erweckung. Meine lieben Geschwister, Gott will die Adventgemeinde zu einer Erweckung führen. Denkt mal daran, in vielen Teilen der Welt sind wir wirklich Laodicea. Aber durch dieses Volk will Gott die Drei-Engels-Botschaft verkündigen, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, das ewige Evangelium zu allen Menschen. Und es gelingt, denn Offenbarung 18, Vers 1 sagt, dass unter dem Symbol eines gewaltigen Engels, den die ganze Welt sieht und hört, geht diese Botschaft zur Welt. Das bedeutet, Gott
arbeitet an der Erweckung der Adventgemeinde. Und ich bin so froh, dass ich das erfahren habe, dass Bruder Wilson vor 2,5 Jahren diesen Anstoß gegeben hat, dass wir uns mit Erweckung beschäftigen. Das kam nicht aus seinem Nachdenken, sondern aus einem Erlebnis, das Gott ihm geschenkt hat. Gott will uns erwecken. Und eines möchte ich vorweg sagen, das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist ein attraktives Leben, ein Leben, das uns selber begeistert. Und durch dieses attraktive Leben will Gott auch andere Leute anziehen. Ich denke, ihr werdet manches aus den Erfahrungen erkennen, die wir besonders heute Nachmittag dann hören werden. Unser Thema jetzt ist: Was ist der Kern unserer Probleme? Gibt es eine geistliche Ursache hinter unseren Problemen, den persönlichen, denen der Gemeinde und der Gemeinschaft? Ist die Ursache ein Mangel am Heiligen Geist? Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass das genau die Ursache ist. Und wenn das die Ursache ist, dann sollten wir uns ihr vorrangig zuwenden, denn dadurch werden viele Probleme gar nicht aufkommen und vorhandene durch Gottes Hilfe gelöst werden. Was sagen andere über diesen Mangel? Schwester Weitz sagte: Der Heilige Geist fehlt in unserem Werk. Bruder Leroy Froom, er dürfte der Adventist gewesen sein, der sich am intensivsten mit der Frage um dem Leben im Heiligen Geist beschäftigt hat. Bruder Froom sagt in seinem Buch: Ich bin überzeugt, dass der Mangel an Heiligen Geist unser schlimmstes Problem ist. Und Bruder Dwight Nelson, den viele von euch kennen werden, er war schon öfter in Deutschland, er hat Satellitenevangelisation durchgeführt, er war letztes Jahr der Hauptsprecher auf dem Jugendkongress in Mannheim. Dwight Nelson hat der Generalkonferenzversammlung gesagt: Unsere Gemeinde hat bis zur Ermüdung bewundernswerte Formen, Pläne und Programme entwickelt. Aber wenn wir uns nicht endlich unseren geistlichen Bankrott eingestehen, Mangel an Heiligem Geist, der zu viele von uns Predigern und leitenden Verantwortlichen erfasst hat, werden wir niemals über unser Proforma-Christenleben hinauskommen. Proforma heißt zum Schein ein scheinbares Christenleben. In dem, was er schriftlich bekommt, sind noch mehr Zitate. Ich will sie der Zeit halber nicht vorbringen. Was ist die Ursache dieses Mangels? Die Bibel hat eine sehr direkte und klare Antwort. Jakobus 4, Vers 2: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hast du heute Morgen um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet? Gestern? Vorgestern? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Text geht weiter: Ihr bittet und empfangt nicht, darum, dass ihr übel bittet. Übel bitten meint nicht, dass ich Gott bitte, mir beim Stehlen oder sowas zu helfen. Nein, das Übel bitten meint, zu bitten, ohne dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Denn wenn ich es nicht voll übergeben habe, dann bestimme ich selbst und dann werde ich vom Egoismus regiert. Wir beten also seit gut 2 Jahren um Erweckung in der Adventgemeinde und das ist sehr wertvoll. Schwester Weitz sagt: Es ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das die Gemeinden heute benötigen. Und das Wort gilt noch immer.
Sie sagt weiter, warum hungern und dürsten wir nicht nach der Gabe des Heiligen Geistes, obwohl wir durch ihn Kraft empfangen? Warum sprechen wir nicht darüber, beten nicht dafür und predigen nicht darüber? Aber es geht nicht nur darum, für eine Erweckung zu beten. Bruder Mark Finlay sagte, es geht auch darum, die Elemente einer Erweckung in die Praxis umzusetzen. Und darum geht es uns heute, die Elemente einer Erweckung in die Praxis umzusetzen. Ich möchte dich herzlich einladen, diese Schritte zur Erweckung mitzugehen. Das wird zu einem kraftvolleren und erfüllteren Leben führen. Wir wollen zunächst das Problem analysieren und das wollen wir heute in der Predigt tun. Und das kann schmerzlich werden und es ist eine ernste Sache. Während die wunderbaren Dinge, die Gott vorgesehen hat, über die sprechen wir heute Nachmittag. Wenn wir das Problem nicht ausreichend betrachten, dann kann es sein, dass wir gar kein Verlangen oder ausreichende Motivation haben, Gottes Lösung kennenlernen zu wollen. Über Gottes Lösung sprechen wir heute Nachmittag in der ersten Stunde und in der zweiten Stunde sprechen wir darüber, welchen Schlüssel uns Gott gegeben hat, um dieses Leben praktisch umsetzen und erleben zu können. Noch ein wichtiges Wort. Der Mangel am Heiligen Geist bei uns bedeutet nicht, dass alles umsonst war, was wir getan haben. Viele Glaubensgeschwister, viele Gemeinden waren fleißig. Und ich denke, Gott hat so weit wie möglich auch unsere menschlichen Bemühungen gesegnet. Aber um wie viel größer die Ergebnisse sein könnten und wie viel besser die Situation sein kann, wenn wir überhaupt oder mehr im Heiligen Geist gelebt hätten, das weiß Gott allein. Es wäre in der Vergangenheit in die Richtung gegangen und es soll in Zukunft in diese Richtung gehen, die Blackaby wie folgt formuliert hat. Er sagte, Gott würde mehr in 6 Monaten erreichen durch ein Volk, das ihm hingegeben ist, als wir ohne ihn in 60 Jahren erreichen können. Und das wollen wir in der nächsten Zeit durch Gottes Gnade erleben. Es geht darum, unter der Führung Gottes gleich die richtigen Wege zu gehen. Und es geht darum, erfüllt vom Heiligen Geist, einen höheren Wirksamkeitsgrad zu haben. Das Fremdwort ist Effizienz. Wirksamkeitsgrad meint, ich halte jetzt diese Predigt. Wenn nur einer das aufnimmt, was ich sage, ist der Wirksamkeitsgrad sehr schlecht. Tun's viele, ist er gut. Tun's alle, dann ist er hervorragend. Nicht wahr? Ich spreche nicht mehr, ob's einer oder viele tun. Das meint den Wirksamkeitsgrad. Wir brauchen den Wirksamkeitsgrad Gottes. Was nun wesentlich ist, zu erkennen, es gibt im Verhältnis zu Gott, gibt es nur 3 Gruppen von Menschen. Innerhalb all dieser Gruppen gibt es große Schattierungen, je nach Alter, Bildung, Kultur, Glaube, Familie und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es nur 3 Möglichkeiten, welche Beziehung wir zu Gott haben können. Den ersten Menschen nennt die Bibel den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch hat keine Beziehung zu Gott. Die sind hier nicht anwesend. Diese Menschen leben in der Welt. Sie fragen nicht nach Gott. Dann spricht die Bibel vom geistlichen Menschen. Geistlich meint vom Heiligen Geist erfüllt. Es meint nicht den Berufsstand der Pfarrer und Prediger, sondern es meint vom Heiligen Geist erfüllt. Das sind die, die die echte,
rettende, intakte Beziehung zu Gott haben. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die die Bibel fleischlich nennt. Die fleischlichen Christen sind Christen, die aus eigener Kraft leben, aus den menschlichen Fähigkeiten und Kräften, ohne Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es geht heute darum, in dieser Predigt, dass wir erkennen, wo stehe ich. Die geistlichen und die fleischlichen Christen gehen in die Gemeinde und sind in der Gemeinde. Und es ist wichtig zu erkennen, wohin gehöre ich, wo stehe ich. Und solltest du eine schmerzliche Erkenntnis heute haben, dann ärgere dich nicht darüber, sondern freue dich, denn durch Gottes Gnade kann das rasch und sofort geändert werden. Das Wichtigste ist das, dass ich weiß, wo stehe ich in diesem Moment. Die Bezeichnungen der Bibel, natürlich, geistlich, fleischlich, sind keine Bewertungen, sondern sie zeigen die Position des einzelnen Menschen zu Gott an. Geistliche und fleischliche sind also in der Gemeinde, und bei allen dreien ist das Kriterium das Verhältnis zum Heiligen Geist. Das ist deswegen so, weil der Heilige Geist nach Gottes Setzung unsere einzige Verbindung und Beziehung mit dem Himmel ist. Das geistliche Gemeindeglied, lasst uns darüber lesen, lasst uns die Bibel aufschlagen, über die drei Gruppen. Wir lesen vielleicht noch 1. Korinther 2, Vers 14 dazu, damit wir auch über den natürlichen Menschen was gelesen haben. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also die Menschen der Welt haben keine Beziehung zum Heiligen Geist. Es ist ihm eine Torheit, er hält es für Unsinn. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden sein. Über den natürlichen Menschen wollen wir heute nicht weiter sprechen. Vers 15 und 16. Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch selber von niemand ergründet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Hier spricht es vom geistlichen Menschen, der also vom Geist Gottes erfüllt ist. Er hat Christi Sinn, die gute Nachricht übersetzt. Wir haben diesen Geist. Der geistliche Mensch hat sein Leben grundlegend irgendwann einmal Jesus übergeben. Das hat zur Wiedergeburt geführt, zum geistlichen Leben. Und er hat diese Beziehung zu Jesus aufrechterhalten, in der Regel, indem er sich jeden Tag neu ihm anvertraut hat. Christus ist auf dem Thron seines Lebens sozusagen. Christus darf sein Leben bestimmen. Zum Heiligen Geist hat er eine gute Beziehung und wächst in dieser Beziehung. In Offenbarung 3 wird er als warm oder heiß bezeichnet, im Gleichnis von den 10 Jungfrauen als klug. Und er erlebt das und darf das erleben, was die Bibel sagt, das Leben in Fülle. Nun das fleischliche Gemeindeglied, der fleischliche Christ. Man kann kurz in der Gemeinde sein oder schon Jahrzehnte und kann ein fleischlicher Christ sein, der aus eigener menschlicher Kraft lebt, weil er nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und wie gesagt, solltest du ein solcher Christ sein, ärgere dich nicht. Es kann heute noch anders werden. Lesen wir 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3.
die davon sprechen. Und ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Der Apostel Paulus spricht diese Leute als liebe Brüder an. Das zeigt, dass sie in der Gemeinde sind. Er konnte nicht mit ihnen reden als mit geistlichen Menschen. Er konnte nicht mit ihnen sprechen als Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sondern als mit fleischlichen. Und er vergleicht sie wie mit jungen Kindern in Christus, obwohl er hier Erwachsenen schreibt. Sie sind stehen geblieben. Man kann große Bibelkenntnisse haben und dennoch geistlich nicht gewachsen sein. Das geistliche Wachstum hängt mit der innigen Christusbeziehung und dem Leben im Heiligen Geist zusammen. Sie sind stehen geblieben. Er sagt, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Da kommt dreimal noch vor in dem kurzen Abschnitt. Und das kann uns trösten, wenn wir erkennen, dass wir fleischlich sind. Noch Gott will, dass wir geistlich werden. Und daran arbeitet er in dieser Zeit. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise. Allein die Spannungen unter ihnen waren für den Apostel Paulus Beweis genug, dass sie fleischlich sind. Ich lese jetzt nochmal denselben Text nach der guten Nachricht, damit wir das gut verstehen. Zu euch, Brüder, konnte ich bisher nicht reden wie zu Menschen, die vom Geist bestimmt sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die von ihrer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden und im Glauben noch Kinder sind. Darum gab ich euch Milch, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das beweist doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern so handelt wie alle anderen Menschen auch. Viele denken, die fleischlichen Christen, das seien Menschen, die in groben Sünden oder in sexuellen Sünden leben. Das kann auch dabei sein. Es ist eine weite Schattierung. Aber das ist nur eine Gruppe innerhalb dieser Gruppe. Es gibt viele Unterschiede. Mancher fleischliche Christ ist unzufrieden mit seinem Stand. Er fühlt eine beständige Anstrengung, vielleicht auch Enttäuschung und Sinnlosigkeit. Andere haben sich an diesen Stand gewöhnt, sind zufrieden damit, sagen sich vielleicht, wir sind halt Sünder, da kann man nichts machen. Wieder andere können begeisterte Christen und Adventisten sein. Sie freuen sich, dass sie die Wahrheit der Bibel erkannt haben. Und das kann uns begeistern. Fleischlich gesinnte Gemeindeglieder können sehr aktiv sein. Sie können Führungspositionen in der Gemeinde haben und in der Gemeinschaftsleitung. Sie können sogar große Dinge für Gott tun. Das sagt Jesus, nicht ich. Er sagt in der Bergpredigt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?
dann werde ich ihn bekennen: Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Wo lag das Problem? Jesus sagt, er hat sie nicht gekannt. Was meint das? Sie haben nicht diese innige, rettende Beziehung zu Jesus gehabt, obwohl sie so viel, allem Anschein nach, für ihn getan haben. Es gibt auch eine scheinbare Christusbeziehung. Entweder ist keine Lebensübergabe erfolgt. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass das notwendig ist und wie das ist. Oder sie wurde nicht aufrechterhalten. Jesus hat bei diesen Menschen nicht im Herzen gewohnt. Es gibt, das sagt Schwester Weid, es gibt auch eine scheinbare Verbindung mit Christus. Und wann ist Christus nicht in uns? Ich habe da ein schwerwiegendes Wort gefunden in unserem Buch Das Leben Jesu. Bevor ich es lese, möchte ich aufmerksam machen: Mit Gottes Hilfe können wir das rasch ändern. Das Zitat lautet: Ein Geist, der mit dem Geist Christi nicht übereinstimmt, verleugnet ihn, gleich viel welches Bekenntnis er ablegt. Christus verleugnen kann man durch üble Nachrede, törichtes Geschwätz sowie durch unaufrichtige und unfreundliche Worte. Man kann ihn dadurch verleugnen, dass man den Bürden des Lebens ausweicht und sündigen Vergnügen nachgeht. Christus verleugnet ferner, wer sich der Welt anpasst, sich unhöflich verhält, sich an seinen eigenen Ansichten berauscht, selbstgerecht ist, an Zweifeln festhält, sich unnötige Sorgen macht und sich trübsinnigen Gedanken hingibt. In allen diesen Dingen beweist ein Mensch, dass Christus nicht in ihm ist. Ein schwerwiegendes Wort. Geschwister, mit Gottes Gnade kann sich das rasch ändern. Über die Lösung sprechen wir in der ersten Stunde und wie man es umsetzen kann, heute Nachmittag in der zweiten Stunde. Bruder Morris Wenden sagt hinsichtlich der Lebensübergabe: Eine teilweise Übergabe ist keine wirkliche Übergabe. Man kann sich nicht ein bisschen an Christus übergeben, ebenso wenig, wie man nur ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Ein Zwischending gibt es nicht. Über die tägliche Hingabe lesen wir bei Ellen White: Nur jene, die Christi Mitarbeiter werden wollen, nur jene, die sprechen: Herr, alles, was ich bin und habe, ist dein, werden als Kinder Gottes anerkannt werden. Geschwister, die große Tragik ist, man kann Jahre und Jahrzehnte in der Gemeinde sein und kann verloren gehen. Das Gleichnis von 10 Jungfrauen zeigt uns das ja ebenfalls. Dieses fleischliche Christsein ist schwer zu erkennen. Und warum ist das schwer zu erkennen? Weil auch der fleischliche Christ ein religiöses Leben führt. Aber es fehlt das Entscheidende, die innige, rettende, völlige Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Wenn Christus unser Leben nicht ganz bestimmen darf, dann sagt er: Ich stehe vor der Tür. Und wenn er vor der Tür bleibt, sagt er klipp und klar, dann muss er uns ausspucken. Aber das will er nicht. Er will uns gewinnen. Und noch etwas spielt eine Rolle. Da unser Glaube sich ganz auf die Bibel richtet,
haben wir ein starkes Lehrfundament. Es kann uns begeistern, dass wir die Wahrheit kennen. Wir sagen die richtigen Dinge. Wir kennen uns in vielen Dingen ausgezeichnet aus. Das macht es so schwer, das Problem des Fleischlichseins zu erkennen. Und ich meine, es spielt auch eine Rolle. Habe ich überhaupt einmal echt längere Zeit im Heiligen Geist gelebt? Wenn nein, dann kann ich den Unterschied ja gar nicht beurteilen und erkennen. Ein Prediger schreibt Folgendes: Ich erhielt gerade den Anruf einer Schwester, die an unserer 40 Tage Andachts- und Gebetszeit teilnimmt. Sie sagte, dass dies ihr Leben verändert hat. Sie fragte sich ihr Leben lang, was eigentlich in ihrem Glaubensleben fehlt, und jetzt weiß sie es, der Heilige Geist. Ich wünschte, schreibt der Prediger, du hättest ihr Zeugnis gehört. Sie sagte, dass sie das erste Mal in ihrem Leben merkt, dass sie eine Beziehung zu Gott hat. Auch andere hatten bereits die Veränderung in ihrem Leben bemerkt. Ich denke, es geht vielen wie dieser Schwester. Wir haben mehr erwartet im Glauben. Wir haben das Bedürfnis, mehr zu empfangen im Glauben. Aber wir wissen nicht, was uns fehlt. Wir haben dreimal gehört, ihr seid noch fleischlich. Es kann rasch geändert werden. Niemand muss fleischlich bleiben. Und wir haben gehört, ihr rivalisiert und streitet euch. Oder wie Luther sagt, ihr habt Eifersucht und Zank. Dieses Verhalten allein hat für Paulus bewiesen, dass sie aus eigener Kraft leben, wie die anderen Menschen auch. Und das zeigt uns, dass die Spannungen in der Gemeinde hauptsächlich von fleischlich gesinnten Gemeindegliedern ausgehen. Haben in der Zeit Jesu die Pharisäer und die Sadduzäer nicht auch rivalisiert? Die Sadduzäer waren die leitenden Priester. Die haben die Sache locker genommen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, waren die Bibellehrer des Volkes. Die haben es streng genommen, sehr genau genommen. Und beide hatten die Überzeugung, dass sie die richtige Bibelauslegung und die richtige Haltung haben. Aber ihre Begegnung mit Jesus hat gezeigt, sie waren beide fleischlich. Auch konservative Christen können fleischlich sein. Der fleischliche Mensch möchte Gott gefallen, aber er hat ihm nicht sein ganzes Leben übergeben. Unglücklicherweise werden heute oft die Ausdrücke konservativ und liberal oder progressiv benutzt. Ich denke, die Ausdrücke werden deswegen so gern benutzt, weil der, der den Ausdruck benutzt, gut wegkommt dabei. In dieser Betrachtung kommt jeder gut weg. Aber die Einteilung der Bibel ist anders. Da geht es um geistlich oder fleischlich. Und wenn wir uns dieser Einteilung Gottes stellen, dann ist es notwendig, eine geistliche Inventur zu machen und zu sehen, wo ich stehe, und mit Gottes Hilfe den Weg zu ändern. Der fleischliche Christ möchte Gott gefallen und selbst sein Leben bestimmen. Er hat zwei Seelen in seiner Brust und das geht einfach nicht. Das ist das, ihr bittet und empfangt nicht darum, dass ihr übel bittet. Ja, in Offenbarung 3, Vers 16 wird der fleischliche Christ als lau bezeichnet und Matthäus 25 als töricht. Warum bezeichnet Offenbarung 3 den fleischlichen Christen als lau?
Jesus gibt die Begründung in Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus sieht sich im Herzen und im Leben des fleischlichen Christen nicht ausreichend eingelassen. Und er bittet, dass wir ihm Einlass geben. Das zeigt uns, die Lauheit bezieht sich auf die persönliche Christusbeziehung. Man muss nicht in allen Dingen lau sein. Man kann in anderen Dingen sehr, sehr fleißig sein. Aber man ist lau in der Christusbeziehung. Ein Beispiel. Es kann jemand ein Geschäftsmann sein, ein Arzt, auch ein Prediger oder Vorsteher und kann in seinem Beruf sich enorm einsetzen und äußerst fleißig sein. Aber er vernachlässigt die Beziehung zu seiner Frau. Dann ist er lau in seiner Ehebeziehung. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Christus will, dass wir eine lebendige und innige Beziehung zu ihm haben. Diese Lauheit will er behoben haben. Das Gleichnis von 10 Jungfrauen im Telegrammstil. Was zeigt es in Bezug auf die geistlichen und fleischlichen Gemeindeglieder? Alle 10 waren Jungfrauen. Alle hatten den reinen biblischen Glauben. Alle hatten Lampen. Sie hatten alle die Bibel. Sie liebten die Bibel. Sie gingen alle dem Bräutigam entgegen. Sie lebten alle in der Adventerwartung. Alle schliefen ein. Als der Ruf ertönt, alle wachen auf, alle machen ihren Lampen fertig und alle Lampen brennen. Eine gewisse Zeit. Und dann stellen 5 fest, unsere Lampen verlöschen. Brennende Lampen verbrauchen Öl. Öl verbraucht sich. Unsere Lampen verlöschen. Ich denke, die nur kurze Zeit brennenden Lampen der Törichten zeigen, dass auch der fleischliche Christ ein gewisses Maß vom Heiligen Geist haben kann. Aber es ist nicht genug. Als die 5 Törichten im Gleichnis vom Einkaufen zurückkommen und Einlass begehren, sagt Jesus, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen zeigt sehr deutlich, das Öl ist ja ein Symbol des Heiligen Geistes. Es zeigt sehr deutlich, unsere persönliche Beziehung zu Christus wird im Heiligen Geist gelebt. Römer 8, Vers 8 und 9 sagt, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir können nur durch den Heiligen Geist eine lebendige Christusbeziehung haben. In 1. Johannes 3, Vers 24 steht, daran erkennen wir, dass er, Jesus, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir müssen wissen, jetzt und heute, ob wir vom Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Genau diese Erfahrung hat die Schwester gemacht, von der der Prediger geschrieben hat. Sie hatte dieses unbestimmte Verlangen nach mehr und wusste nicht, wo es fehlt. Und als sie das Erlebnis hatte, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, änderte sich ihr Leben. Und Gott will auch unser Leben verändern. Die große Tragik ist die, dass der fleischliche Christ auch keine Sündenvergebung hat. Er hat Jesus nicht als Träger für seine Sünde. Und wenn wir Jesus nicht haben, er ist der Einzige, der uns unsere Sünden abnehmen kann. Wir gehen dann mit Schuld belastet durchs Leben und diese Schuld wirkt sich aus in unserem Charakter und in unserem ganzen Verhalten. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Der Hauptunterschied zwischen dem geistlichen und dem fleischlichen Christen ist erfüllt sein vom Heiligen Geist oder nicht erfüllt sein, beziehungsweise nicht ausreichend erfüllt sein. Es gibt heute Bewegungen, in denen die Frage um den Heiligen Geist übertrieben wird, sodass sie vielleicht sogar in einen falschen Geist hineingeraten. Es gibt andere Kreise und Kirchen, wo die Lehre über den Heiligen Geist vernachlässigt wird. Es geht darum, dass wir auch in dieser Frage den Weg der gesunden biblischen Mitte gehen. Möge Gott uns diesen Weg zeigen und uns auf diesem Weg führen. Wenn wir die Urgemeinde und die Endzeitgemeinde vergleichen, dann fallen uns zwei Dinge auf. Die Urgemeinde ging rasant vorwärts. Der Herr tat hinzu täglich zur Gemeinde. Die Urgemeinde hatte überhaupt keine Hilfsmittel, aber sie waren voll des Heiligen Geistes. Wir heute, die wir stagnieren, wir haben Hilfsmittel in Hülle und Fülle, aber einen Mangel am Heiligen Geist. Merken wir den Unterschied? A.W. Tozer sagt darüber, wenn der Heilige Geist heute von der Gemeinde zurückgezogen würde, würde 95% von dem, was wir tun, weitergehen und niemand den Unterschied merken. Wenn der Heilige Geist von der Urgemeinde, von der neutestamentlichen Gemeinde zurückgezogen worden wäre, hätte 95% von dem, was sie taten, aufgehört und jeder hätte den Unterschied bemerkt. Wir müssen uns die Frage stellen, besteht unsere Gemeinde heute überwiegend aus fleischlichen Christen? Ist das die Ursache, weil wir weitgehend kraftlos und ohne Sieg sind? Was ist eigentlich das Kardinalproblem aus Sicht der Bibel im fleischlichen Christsein? Die hohe Ethik der Bibel, jedem Menschen alles zu vergeben, den Feind zu lieben, die Sünde zu überwinden, das ist in menschlicher Kraft allein nicht möglich. Das ist das Kardinalproblem. Man kann aus eigener Kraft allein nicht den Willen Gottes tun. Dazu ganz kurz einige Bibeltexte, wir schlagen sie nicht auf, ich zitiere nur Jesaja 64, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Jeremia 13, Vers 23. Kann etwa ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Panda seine Flecken? Die Antwort ist offensichtlich nein. So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die Gute Nachricht übersetzt, ja, er kann es gar nicht. Und Schwester Weid, die ja eine hervorragende Bibelkennerin war, sagt uns folgendes Wort dazu, sehr deutlich und treffend. Derjenige, der versucht, den Himmel durch seine eigenen Werke zu erreichen, indem er das Gesetz hält, versucht eine Unmöglichkeit. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam. Aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. Christus sollte in ihm das Wollen und das Vollbringen wirken zu seinem Wohlgefallen.
Ich denke, die Bibeltexte und dieses Zitat zeigen uns ausreichend, aus eigener Kraft allein können wir den Weg der Nachfolge nicht gehen. Es geht darum, und das ist die Lehre der Glaubensgerechtigkeit, dass wir unser Wollen, unser Willen Gott zur Verfügung stellen. Und wenn wir Not haben, dürfen wir Gott noch bitten, uns zu helfen, ihm unseren Willen hinzugeben. Und Gott sorgt dann für das Vollbringen. Wir vertrauen Gott, zeigen unser Vertrauen in ihm in Gehorsamsschritten und er vollbringt dann in uns den vollen Gehorsam. Dieses wichtige und befreiende Thema können wir heute leider nicht behandeln. Was kann geschehen, wenn ich immer wieder versage, wenn immer wieder dieselben Sünden vorkommen? Ich denke, dann tritt zu einem gewissen Grad Enttäuschung ein. Der eine betet dann um die Hilfe Gottes und strengt sich mehr an, betet ernster. Ein anderer mag vielleicht denken, muss man das so genau nehmen? Kann man das nicht weitersehen? Und er nimmt es lockerer, fühlt sich besser. Ein anderer schmeißt alles über Bord, fühlt sich noch besser, fühlt sich wohler. Nur leider ist es der falsche Weg und das dicke Ende kommt nach. Der richtige Weg ist, diesen aus der unendlichen Liebe und Weisheit Gottes gegebenen Ordnungen zu folgen, aber in der Kraft Gottes. Dann haben wir ein freudiges, fruchtbares, ja ein attraktives Leben. Welche Faktoren können mitwirken, dass man ein fleischlicher Christ ist? Erstens Unkenntnis. Vielleicht haben wir uns mit der Frage des Lebens im Heiligen Geist nicht ausreichend beschäftigt. Oder wir haben es getan, aber wir haben nicht den Schlüssel gefunden, um es in die Praxis umzusetzen. Zweitens, Unglaube oder Kleinglaube. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist setzt volle Hingabe an Jesus Christus voraus. Vielleicht wissen wir gar nicht von dieser Notwendigkeit. Ich wusste das 19 Jahre nicht nach meiner Taufe. Vielleicht wissen wir es nicht, aber vielleicht wissen wir es auch und haben Angst, diesen Schritt zu gehen, weil wir befürchten, dass Gott uns einen anderen Weg führt als den, den wir gehen wollen. Und das meint, dass wir nicht ausreichend der Liebe Gottes vertrauen, dass wir Unglaube oder Kleinglaube haben. Drittens, irrige Auffassungen. Man kann meinen, man sei vom Heiligen Geist erfüllt, obwohl es in Wirklichkeit nicht oder nicht in ausreichendem Maße der Fall ist. Viertens, kann Überbeschäftigung in Betracht kommen. Wir sind mit tausend Dingen beschäftigt, sodass wir gar nicht durchdringen zu einer echten Gottesbeziehung. Und fünftens, es kann erkannte, aber nicht bekannte Sünde oder auch fehlende Wiedergutmachung eine Rolle spielen. Ich denke, wir als Siebenten-Tags-Adventisten können Gott von Herzen danken, dass er die Frage der Erweckung und Reformation in unserer Gemeinde lebendig gemacht hat. Und wir können weiter danken dafür, dass jeder fleischliche Christ ganz rasch ein geistlicher Christ werden kann. Und das ist das, was wir heute Nachmittag in der ersten Stunde besprechen, wie diese Lösung Gottes aussieht und in der zweiten Stunde, wie wir es persönlich umsetzen können. Ich möchte schließen mit zwei Erfahrungen, die Geschwister in der letzten Zeit an mich geschrieben haben. Da schreibt das Ehepaar Christa und Kurt Reiner aus Bietigheim. Durch das Buch 40 Tage machten wir wunderbare Erfahrungen. Durch das gemeinsame Studieren
und der Austausch des Gelesenen am Morgen wuchsen wir als Ehepaar geistlich zusammen. Durch das gemeinsame Gebet erfahren wir Gottes Handeln täglich, auch in den alltäglichen Dingen. Es ist überwältigend, wie wir gestärkt durch den Tag kommen. Schwester Hildegard Welker aus der Gemeinde Crailsheim schrieb: Begonnen hatte alles mit dem Seminar Schritte zur persönlichen Erweckung. Es war ein Sabbat in Crailsheim wie hier heute. Damals wuchs in mir die Sehnsucht, Gott im Alltag zu erleben. In meinem Kreis hörte ich dann von einer 40 Tage Gebets- und Andachtszeit. Sofort war mir klar, dieses Abenteuer wollte ich auch erleben. Tatsächlich wusste ich nicht, auf was ich mich da einließ. Den passenden Gebetspartner zu finden, das ist Teil dieses Programms, war nicht schwer. Eine Herausforderung bestand für mich jedoch darin, 40 Tage lang eine gemeinsame Zeit zu finden. Als Krankenschwester habe ich nämlich unregelmäßige Arbeitszeiten und darüber hatte ich nicht nachgedacht. Dennoch segnete Gott meine Entscheidung von Anfang an. Fast sehnsüchtig wartete ich auf diese so kostbaren Minuten des Tages, in denen wir uns über das Thema austauschten und inständig um den Heiligen Geist baten. Wir stellten fest, dass die Gebete etwas in unserem Leben bewirkten, und das konnten wir nicht für uns behalten. Bei jeder Gelegenheit fühlten wir uns gedrungen, davon zu berichten. Wichtig war mir, andere für die gleiche Erfahrung zu motivieren. Die Wirkung blieb nicht aus. So manches Gemeindeglied wurde von unserer Begeisterung angesteckt. Schnell bildeten sich neue Paare. Jede Woche freuten wir uns, wenn wir uns über das Erlebte austauschen konnten. Dieser Virus hat auch viele unserer Jugendlichen angesteckt. Zu schnell endeten die 40 Tage. Wir hatten uns schon so an diese gemeinsame Gebetszeit gewöhnt. Wir wollten und konnten nicht einfach aufhören. Mit dem Buch Maranatha, der Herr kommt, von Ellen White, führten wir unsere Andachtszeit fort. Und Gott ließ nicht lange auf sich warten. Er schenkte uns noch während der 40 Tage eine wunderbare Gebetserhörung. Jemand, für den wir in diesen Tagen besonders gebetet hatten, nahm nach langer Zeit wieder Kontakt zur Gemeinde auf. Die Freude war groß. Von sich selbst sagt sie: Die Menschen um mich herum wurden mir immer wichtiger. Mein Verlangen, anderen Menschen die Liebe Gottes näher zu bringen, wurde immer stärker. Das Leben in meiner Gemeinde veränderte sich. Viele von uns lernten sich gegenseitig besser kennen und verstehen. Viele nehmen teil am Leben des anderen und sind füreinander da. Gemeinschaft hat für mich jetzt eine ganz andere Bedeutung. Das Buch 40 Tage Andacht und Gebet von Dennis Smith war mir eine große Hilfe. Es ist leichter, als es zunächst scheint, einen Gebetspartner zu finden und Gott zu erleben. Die Menschen, die uns am Herzen liegen, werden es uns danken. Wir haben einen wunderbaren Gott. Er will uns durch den Heiligen Geist Kraft schenken, Frieden schenken, Freude. Die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Er will uns ein reiches Leben schenken. Gott schenke Gnade, dass wir es alle
jetzt schon erleben oder in Zukunft. Ich lade euch alle ein, zu einem Gebet aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir sagen dir herzlichen Dank, dass du deine Gemeinde in der Endzeit nicht vergessen hast. Wir danken dir, dass du durch ein Erlebnis, Bruder Wilson, die Bedeutung der Erweckung gezeigt hast und dass er uns aufgerufen hat dazu. Und ich danke dir herzlich, Herr, dass du auch in meinem Leben eingegriffen hast. Und wir loben und preisen dich, dass du uns die Augen öffnest, nicht um uns zu verletzen, sondern um uns zu segnen, um uns dorthin zu bringen, dass wir uns dir weihen und dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben, dass wir ein anziehendes Christsein haben, das uns selbst begeistert und das andere Menschen anziehst und dass solche Gemeinden da sind, zu denen du auch Menschen hinzuführen kannst. Vater im Himmel, segne uns an diesem Tag und schenke du, dass wir auch am Nachmittag deine Botschaft hören und annehmen und dass wir sie umsetzen in unserem Leben. Habe Dank für deine Gnade. Amen.